Berlin-Potsdamer Platz. Josephine Busch auf dem Weg ins Theater. Sie bereitet sich auf ihre Rolle als Mädchen aus Ost-Berlin vor. Dabei interessiert sie vor allem eines. Was geschah damals eigentlich? Als die Mauer fiel und Millionen jubelten, da war ich gerade 3 Jahre alt. Und doch beschäftigt mich, was damals geschah. Warum konnte ein Land wie die DDR so schnell zusammenbrechen? Was ist aus all den Hoffnungen geworden? Woher nahmen die Menschen den Mut, auf die Straße zu gehen und für ihre Freiheit zu kämpfen? Das Land war in jeder Hinsicht politisch, aber auch moralisch und wirtschaftlich am Ende. Die Misswirtschaft zeigt sich überall. Das Land steht vor dem Zusammenbruch. Ausländische Kredite verhindern das Schlimmste. Die Umweltbelastungen durch die Industrie sind für jeden spürbar. Auch darüber wächst der Unmut in der Bevölkerung. Es ging um den Umweltschutz, um Meinungsfreiheit. Es ging einfach um die Anerkennung von Leistungen und nicht nur die Protegierung von linientreuen Leuten in der Bevölkerung. Bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 steht nur eine Liste zur Auswahl. Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Fast 99% Zustimmung. Wie kann das sein? Ich treffe Norbert Burczyk, ein Bürgerrechtler. Einer von vielen unabhängigen Wahlbeobachtern, die damals die Stimmenauszählung kontrolliert haben. Na, das Problem war, dass eigentlich alle Leute wussten, dass die Ergebnisse nicht stimmen können. Aber niemand hat das bisher bewiesen. Darum haben sich viele Leute zusammengetan und haben in den jeweiligen einzelnen Wahllokalen abends bei der Auszählung mitgemacht, beziehungsweise haben sie beobachtet. Das war erlaubt? Das war von Wahlgesetz der DDR her erlaubt. Mhm. Jeder Bürger der DDR hätte das gedurft. Es war natürlich nicht erwünscht und viele wurden auch massiv daran gehindert und auch richtig aggressiv daran gehindert. Und in vielen Wahllokalen hat es aber geklappt.